Hallo und herzlich willkommen auf der Plattform für Führung, Arbeit im Wandel. Wir haben heute unseren 13. Impuls auf der Plattform und dazu begrüße ich ganz herzlich den Stefan Grafmeier. Hallo Stefan. Hallo, Frank, grüß dich. Das Thema heute, wir sehen schon vorne, ist Harmony of Difference, wie Ambidextrie gelingen kann. Bin ich sehr gespannt darauf, weil ich glaube, dass wir in vielen Bereichen eher ein bisschen dazu neigen, in Polarisierung zu denken, anstatt zu sagen, wie kriegen wir die Dinge zusammen. Von daher bin ich sehr gespannt auf deinen Vortrag. Aber bevor ich an dich übergebe, vielleicht noch so ein bisschen zum Grundprozedere, wie das Ganze heute hier ablaufen soll. Zuerst hören wir den Impuls. Dann würden wir danach Sie bitten, dort Fragen einzugeben an den Referenten. Also was sind sozusagen, welche Fragen hat man noch dazu zu dem Impuls? Dann einen zweiten Schritt, wo es darum geht, zu reflektieren, Ansatzpunkte und Aspekte des Impulses, die man halt in seinem eigenen Betätigungsfeld, seinem Wirkungsfeld dort übernehmen kann. Und dann geht es im dritten Teil, welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt oder geschaffen sein, damit man das überhaupt übernehmen kann. Und dazu nutzen wir das Werkzeug, wobei es da so ist, dass Sie nicht nur Fragen eingeben werden können, sondern auch die Fragen und Ideen anderen zustimmen können, so dass wir am Ende auch eine gewichtete Liste haben mit den Fragen oben, die eigentlich die meisten Teilnehmer dort interessiert. Das heißt also, wenn wir dann in den zweiten Teil die Fragen beantworten, können wir uns immer auf diese konzentrieren und haben schon einen Hinweis darauf, was eigentlich am meisten resonanzfähig ist. Ja, das vielleicht soweit als Einleitung dazu. Und Stefan, dann darf ich dir sozusagen die Bühne überlassen. Und uns viel die Bühne ist gut, den Bildschirm zumindest. Ja. So habe ich nochmal starten. Virtuelle Bühne. Genau. Also ich habe jetzt so die nächsten 15 bis 20 Minuten ein paar Thesen mitgebracht, die uns hoffentlich helfen, in eine gute Diskussion zu kommen, in Frage-Antwort zu kommen und in Verdichtung zu kommen. Von daher finde ich es ganz, ganz spannend. Ich habe mir das Thema Ambidextrie heute mal rausgeholt und würde da gerne drauf eingehen. Habe ein Denkmodell mitgebracht. Das ist ein Teil und habe 5 Hebel mitgebracht und 5 Hebel, die wir bei uns selbst in der Unternehmung sehen, die wir aber viel bei Kunden sehen, die beschäftigen, wenn wir auf die digitale Transformation gucken, aus einer People-Perspektive. Und das würde ich gerne einfach mal mit einbringen und dann freue ich mich unglaublich auf eine gute Diskussion danach. Vielleicht einmal ganz kurz nur zur Einordnung, über welche Themen das wir sprechen. Und wenn wir über digitale Transformation sprechen, da gibt es für mich eigentlich immer zwei Szenarien, wo kommen wir her, systemtechnisch betrachtet aus einer komplizierten, aus einer sehr linearen Denklogik heraus. Wo wir uns befinden, ist, dass wir in eine sehr exponentielle Systemlogik eintauchen, in komplexe Strukturen. Und die Frage, was können wir aus der Welt, die wir gelernt haben und wie wir sozialisiert sind, denn ins Neue übertragen, was funktioniert und was nicht und wo müssen wir neu lernen? Und viele Dinge können wir heute noch nicht, verstehen wir teilweise, zwar kognitiv, aber in der Umsetzung noch nicht. Und die Frage über diesen Punkt, wo stehen wir und was müssen wir neu lernen, das würde mich auch sehr, sehr interessieren natürlich. Was sind jetzt Erfahrungen von Zuschauern, von Zuhörern und wie können wir da weiter drauf einsteigen? Meine Erfahrung ist, und ich habe es mal versucht mit dem Zitat von dem Frank Zappa zu beschreiben, dass wir auf der einen Seite natürlich über Digitalisierung und unglaubliche technologische Veränderungen sprechen, was überhaupt nichts Neues ist. Also Digitalisierung ist ein Thema, das haben wir die letzten 53 Jahre schon. Das ist ein fortschreitender Fortschritt. Was wir aber sehen, ist, mit welcher Haltung und mit welchem Mindset und mit welcher Bereitschaft, Dinge neu zu denken, gehen wir dieses Thema einfach an. Und ich würde dieses Zitat gerne mal so als roten Faden jetzt auch durch die nächsten 15 Minuten entsprechend mitnehmen. Ja, von dem Denkmodell, von dem ich vorher gesprochen habe, versucht, das Thema Ambidextrie einzuordnen. Und wenn wir auf Unternehmen gucken, haben wir im Wesentlichen 2 Perspektiven. Wenn wir die vertikale Achse anschauen und wir schauen dort auf das Organisationsdesign, sind wir in der Spreizung zwischen sehr stabilen Strukturen bis hin zu sehr agilen Unternehmensstrukturen und Organisationsdesigns. Und wenn wir auf die People-Dimension, also auf die horizontale Achse gucken, dann schauen wir in den
in den Fähigkeiten, Fertigkeiten eher von der Umsetzerrolle bis hin, wir haben sie mal Musterbrecher genannt, also die Innovatoren, die Rebellen in dem Unternehmen, also auch in dieser Spreizung, wenn wir über das Thema People oder Menschen oder People Empowerment sprechen. Also man sieht, wir haben das mal auch zugeordnet. Auf der einen Seite, wenn wir in den People-Kontext sprechen, sprechen wir meist über die kontextuelle Ambidextrie und im Organisationsdesign über die Strukturen, die wir brauchen, um Ambidextrie auch umzusetzen. Ambidextrie aus meiner Sicht einfach zu übersetzen mit Beidhändigkeit, nämlich sowohl als auch, vielleicht noch als eine Begrifflichkeit, also nicht nur das eine zu tun und das andere zu lassen, sondern eher mehrere Dinge gleichzeitig zu tun oder zumindest im Design zu haben. Wenn wir links unten gucken und wir beschreiben das mit Run the Business, ist eigentlich das, wo wir herkommen. Also es ist wahrscheinlich eher klassisch strukturierte Aufbauorganisationen, Ablauforganisationen, sehr stabil von der People-Dimension auch stärker auf die Umsetzer gehend. Wenn wir nach rechts oben gucken, und das wäre so die andere Dimension, also im Organisationsdesign sehr agil und eher mit Gestaltern und mit Musterbrechern agieren, haben wir eigentlich so diesen ganzen Innovationsbereich, alles was in dem Co-Creation-Bereich ist, alles was in Netzwerkstrukturen liegt, würde rechts oben liegen. Und wenn wir die zwei Systemzustände anschauen, dann gibt es immer unterschiedliche Perspektiven, jetzt je nachdem auch in welchem Unternehmen Sie sind. Typischerweise entsteht ein Startup zum Beispiel immer rechts oben. Also jedes Unternehmen, auch wahrscheinlich in jedem Unternehmen, in dem Sie sind, egal welcher Größenordnung, sind Sie mal als Startup gestartet. Das heißt, da gibt es ein paar eigentlich Musterbrecher und Gründer, die sehr agil miteinander arbeiten, wo weniger Strukturen noch da sind. Und je nachdem, wie schnell ein Unternehmen wächst, ist immer die Frage, welche Anteile braucht es denn noch von anderen? Also wie viel braucht es auch Anteile zum Beispiel von Stabilität und von Umsetzung? Das ist die eine Situation. Die Situation, die wir sehr häufig antreffen, ist genau die umgekehrte, nämlich, dass wir mit sehr vielen stabilen Unternehmen, traditionsreichen Unternehmen, die es über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise gibt, ja, und die jetzt in Veränderungsprozessen sind und eigentlich höhere Innovations- und Agilitätsanteile brauchen und die hohe oder eigentlich die Form der Transition haben. Transition ist so ein weiterer Systemzustand immer dann, wenn ein Wechsel stattfindet, also entweder von einem Startup zum stabilen Unternehmen oder dann vom stabilen Unternehmen mit höheren Innovationsanteilen und Agilitätsanteilen, befindet man sich eigentlich in so einer Transitionsphase, häufig auch mit Überforderung genannt. Da kommen neue Methoden dazu, neue Führungsstile, neue Technologien und all die Dinge, die aufs Unternehmen einpassen, die noch nicht gekonnt sind, die man lernen muss. Also für all diejenigen, die Change-Prozesse gestalten, ein sehr gutes Indizfeld, dort zu agieren. Und was wir so rechts unten noch haben, das ist eigentlich so ein Ventil, was wir von Stabilität und von Umsetzermentalität haben. Immer dann, wenn wir Gestalter oder Musterbrecher haben, sind es eigentlich die Typologien und die Menschen, die Dinge verändern wollen. Ja, das sind eigentlich die, die sagen, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Wir fragen nicht lang, wir halten uns nicht lang an die Regeln, sondern wir tun die Dinge. Das ist immer die Frage, wie lange kann man solche Menschen halten? Also idealerweise bringt man sie wieder ins System, indem man Strukturen dafür schafft, indem man Kulturräume dafür schafft, genau mit diesen Musterbrechern oder mit diesen Organisationsrebellen auch entsprechend zu arbeiten. Und was wir sehen, es geht hier in dem Denkmodell auch nicht um gut oder schlecht, es geht auch nicht um Größenordnungen oder irgendetwas in der Form, sondern es geht immer darum, sich darüber Gedanken zu machen, welche Anteile brauchen Sie denn in den unterschiedlichen Systemzuständen. Und wir betrachten es eigentlich als eine Ellipse. Also wie sieht so ein Betriebssystem eigentlich der Zukunft aus, nämlich Dinge beidhändig zu steuern? Und es ist keine Kunst, wir sehen es immer wieder, entweder im Innovationsbereich, im Lab oder in kleinen Kreativoasen zu arbeiten oder in links unten stabilen Systemen, die Schnittstellen, und das haben wir versucht auch bildhaft so darzustellen, diese Schnittstellen sind eigentlich die große Herausforderung. Und die große Herausforderung, die Unternehmenslenker haben, ist, wie steuert man diese Ambidextrie, wie lernen wir diese Beidhändigkeit in Führung, in Systemstrukturen, in Daten, in den ganzen Infrastrukturen, die wir entsprechend brauchen. Also das ist ein kleines Denkmodell, was uns hoffentlich hilft, dann in der Diskussion auch Themen entsprechend einzuordnen. Und ich würde jetzt gerne auf fünf Hebel kommen, fünf Hebel, die
Wir sehen die Unternehmen, die aus unserer Sicht in einem höheren Reifegrad jetzt von dem ganzen Thema Transformation und Change gut unterwegs sind, die aber auch viele Unternehmen sehr stark beschäftigen. Und ich will einfach mal kurz ein paar Einblicke dazu geben und ein paar Thesen dazu aufstellen, sodass wir da entsprechend durchgehen können. Das ganze Thema der lebendigen Strategie. Wir bei Kingdom sehen das, ich sage mal, diese Themen der Partizipation und deswegen finde ich es auch wunderschön, dass Frank, dass wir das heute gemeinsam machen, nämlich auch mit Next Practice, weil er ja auch sehr, sehr stark von diesen partizipativen Verfahren kommt, dass wir Partizipation in der Strategieentwicklung als ein ganz großes Thema sehen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas anzugehen. Wichtig aus unserer Sicht ist immer, Menschen eine Stimme zu geben, vor allen Dingen, wenn es um die Strategieentwicklung, wenn es um Werteentwicklung, wenn es um Leitlinien, um Prinzipien, um kulturelle Themen geht. Dazu gibt es unterschiedliche Methoden. Ich habe mir auch einmal ein Bild rausgeholt, Frank, du wirst es sicherlich erkennen, von einigen Projekten, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich sage immer, das sieht so aus wie so LAN-Partys für Corporates. Ja. Also wie schaffen wir es, viele Menschen und große Massen auch von Menschen, also wie schaffen wir kollektive Intelligenz sehr, sehr geschickt miteinander zu verbinden und mit der kollektiven Intelligenz zu arbeiten, Themen auszuarbeiten. Und das, was wir in unseren partizipativen Verfahren ja immer wieder merken, ist, dass Menschen beteiligt werden, dass Menschen eine Stimme haben und dass wir, wenn man sich jetzt vorstellt, man nach so einem Setting, wo ein paar hundert Menschen auch gemeinsam miteinander arbeiten, auch gemeinsame Ergebnisse, also gemeinsames Alignment auch erzielen. Und das sehen wir als einen unglaublich wichtigen Punkt, weil wir sehen, dass die Unternehmensstrategie als Beispiel das höchste Gut eines Unternehmens ist, worauf sich ja auch alle Mitarbeiter hoffentlich committen. Und das Commitment ist immer höher, wenn ich die Chance habe, partizipativ auch entsprechend teilzunehmen. Der zweite Punkt, ein ganz, ganz großes Thema, was wir sehen, weil es wirklich jeden Mitarbeiter betrifft und deswegen als Hebel sehr, sehr stark ist, ist das ganze Thema der Skillsets, der Performance und der Feedback-Kultur. Und wenn wir heute gucken und ich glaube, es gibt wenig Termine, wo wir nicht über neue Kompetenzmodelle, Skillsets, wie man es jetzt auch definieren will, Rollenmodelle, manche sprechen nicht mehr über Kompetenzmodelle, viele über Rollenmodelle, aber letztendlich geht es darum, dass wir darüber sprechen, was können wir heute auch für die neuen Themen und für die digitalen Themen, die uns betreffen und was können wir noch nicht. Und wir haben es mal so im Wesentlichen unterteilt, dass wir sagen, wir sprechen auf der einen Seite so über das Skillset, über das Toolset und über das Mindset, also auch in dieser entsprechenden Verbindung. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit sehr schnellen, kleinen, ich sag mal, Assessments, schnellen, kurzen Fragebögen, oft Self-Assessments, wo man sagt, man hat sehr schnell eine Möglichkeit festzustellen, wo stehe ich heute, was fehlt mir noch und wie kann ich mich persönlich auch weiterentwickeln. Und wenn wir aufs Performance Management gucken, dann habe ich mal versucht, so einen Slide entsprechend mitzubringen, wo wir sagen, Performance-Architekturen verändern sich. Wir kommen immer weg von diesen eindimensional gedachten Architekturen, sprich ein jährliches Mitarbeitergespräch, was jetzt eben im Ambidextrie-Modell links unten wäre, ja, weil mit einem einfachen, mit dem jährlichen Mitarbeitergespräch kann ich rechts oben im agilen Umfeld überhaupt nichts anfangen. Die Frage ist aber, es nützt relativ wenig zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal alle OKR-Modelle an und wie viele Apps da draußen gibt, ja, sondern sie brauchen eine Logik, eine Infrastruktur, eine Datenhaltung, eine Architektur, mit der sie sowohl als auch bedienen können. Das ist die große Herausforderung. Es ist keine Kunst, heute herzugehen und sagen, okay, ich kaufe mir eine App ein und bilde ein OKR-Modell rechts oben ab. Ja. Sondern die Herausforderung ist, wie gestalte ich für meine Unternehmensgröße, und ob das jetzt 100.000, 10 oder 100.000 Mitarbeiter sind, spielt keine Rolle, aber eigentlich Architekturen, die atmen können, wo ich modular Themen einbringen, aber auch wieder rausnehmen kann. Wenn ein OKR-Modell in 2 oder 3 Jahren ersetzt wird durch was anderes, muss ich in der Lage sein, in der integrierten Logik das aber auch rausnehmen zu können. Das Thema Development spielt eine große Rolle. Das ist das, was ich vorher gezeigt habe. Immer wieder kommen von dem, wo muss ich mich selbst als Person hinentwickeln. Also man sieht es, wir haben auf der einen Seite so die ganzen Performance-Treiber. Wo trage ich zur Unternehmensstrategie bei? Und auf der anderen Seite, wie entwickle ich mich, um dazu beizutragen können? Das sind so viele der Themen, die wir mit Kunden bearbeiten und entsprechend diskutieren.
Wenn wir in den ganzen Innovationsbereich reinschauen, dann ist das ja so eines meiner Kernthemen, auch das, was ich ja bei Kingbaum mittreiben darf. Ich bin dort ja für Innovationen oder ich darf Innovationen dort treiben. Und so meine Erfahrung, die ich die letzten vielen Jahre jetzt bei Haufe oder bei einer Telekom gemacht habe, ist, dass Innovationen oft auch relativ einfach gedacht werden. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Red Blue Ocean Strategie, also man versucht Themen, die im Kerngeschäft laufen, zu trennen und aus dem roten in den blauen Ozean zu kommen und eigentlich ja die Weite des Meeres oder der neuen Märkte letztendlich zu sehen. Übersetzt heißt es im Innovationsbereich, dass wir sehr häufig über Labs sprechen, über Digital Labs, Innovation Hubs, Acceleratoren, Inkubatoren und. Also da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Was wir sehen und wenn man so die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, ja, 7 bis 10 Jahre anguckt in dem Bereich, dann finden wir wahrscheinlich heute schon von fast jedem zweiten oder dritten Unternehmen der deutschen Wirtschaft irgendein Lab in Berlin oder in irgendeinem Innovationszentrum. Viele aber auch, die schon wieder zumachen und die weggehen von der Logik und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass diese strikte Trennung relativ schwer ist. Und da geht es nicht darum, dass man nicht gute Ideen und Methoden entwickelt, aber die Frage ist immer, wie ist sozusagen der Kulturraum und wie sind die zwischenmenschlichen Themen, die dort laufen. Weil das, was ich erfahren habe, ist, dass man zwar schnell coole neue Leute findet, die Sneakers und Hoodies anhaben und die auf einmal völlig andere Strukturen haben, raus aus dem Kerngeschäft, neue Devices haben, völlig andere Arbeitsregeln haben, einen ganz anderen Zielvereinbarungsprozess haben, eine andere Budgetierungslogik haben und eigentlich Dinge tun dürfen, die ja, Menschen im Kerngeschäft nicht tun dürfen, aber sich relativ schwer tun, Skalierbarkeit im Marktumfeld zu haben. Also angewiesen sind wieder auf die Kollegen aus dem roten Ozean. Und dort habe ich gemerkt, sind die psychologischen Barrieren oft die großen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben und wie wir Organisationen auch designen, und das war auch in dem letzten Unternehmen, wo ich das sehr, sehr gut umsetzen und erleben durfte, war ein integriertes System zu denken, auch wenn man in Innovationen denkt und auch wenn man die Folie jetzt sieht, dann würde man sagen, okay, das ist halt nur ein anderes Organisationsdesign. Auch hier ist spannend der Kulturraum, über den wir sprechen, nämlich, wenn wir gucken, Horizont 1 ist eigentlich ein sehr stark effizienzgetriebenes Kerngeschäft in der Führung, im Unternehmensaufbau, im Organisationsdesign folgt es einer anderen Logik, auch in der Führung. Im Controlling, in Budgetierungslogiken. Es funktioniert in einer anderen Logik als zum Beispiel Horizont 2. Horizont 2 funktioniert meist nach den Lean-Startup-Prinzipien, also eher kleine Teams, im Organisationsdesign wirklich Ende-zu-Ende-Verantwortung in einem Team. Aber was ich auch gelernt habe, ist, auch die Marktverantwortung in ein Team entsprechend reinzugeben. Das ist das, wo Red Blue Ocean so ein bisschen divergiert, weil es oft nur um Ideenentwicklung gibt und Prototypenbau und dann versucht man sowas ins Kerngeschäft zu schmeißen. Das ist das, was man in den 3 Horizonten weniger macht, sondern man gibt wirklich Marktverantwortung ab. Und Horizont 3 ist eigentlich diese ganze Disruption, da liegt oft auch ein M&A-Geschäft und so weiter drin, aber das ist eigentlich der Angriff, ja, der Angriff auf die eigene Unternehmung. Und was das Spannende ist, ist, dass so ein System integriert funktionieren sollte. Das heißt, es bedeutet immer, Horizont 1 verdientes Geld, was ich in 2 oder in 3 in eigentlich Wetten eingehe. Man geht in der Geschäftsmodellierung ja Hypothesen ein und wetten. Und es funktioniert nur, wenn ich ein stabiles Kerngeschäft habe, das das Ganze finanziert. Und ein Kerngeschäft muss immer verstehen, dass es Horizont 2 und 3 braucht, damit das Kerngeschäft überlebt. Und deswegen wird sowas nur funktionieren, wenn ein ganzheitlicher Kulturraum in einer integrierten Innovationslogik da ist. Gut, ich springe weiter, gucke auch auf die Uhr und gehe so auf den ganzen New Leadership-Bereich, ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und ich habe mir auch hier eine meiner Lieblingsstudien dazu herausgenommen und ist auch eine Studie, die Next Practice gemacht hat, auch im Forum Gute Führung. Und was man dort sieht, und ich glaube, das zeigt es sehr, 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 sehr deutlich, ist auch diese Ambidextrie, die wir in Führung haben, oder in der Studie wurde sogar mal die Schizophrenie auch genannt in der Führung. Also auf der einen Seite ist dort in ganz
unglaublicher Tiefe, also in tiefen Interviews mit vielen, vielen Hunderten von Führungskräften herausgekommen, dass man auf der einen Seite noch sehr stark die traditionell absichernden und steuern nach Zahlen, also die effizienzgetriebenen Themen hat. Wenn man jetzt immer mit dem Extremmodell wieder links unten guckt, sind das wahrscheinlich die typischen Typologien, die man dort hat. Und auf der anderen Seite, und es sind aber weit über 50%, schon viel mehr die Typologien in der Führung hat, die auf Coaching, Kooperation, Co-Creation, Stimulation von Netzwerkdynamiken und eigentlich ja so diese Stakeholder-Hand entsprechend hat. Was kognitiv, glaube ich, auch jeder versteht, wir kommen wahrscheinlich stärker in den Führungslogiken, in der Sozialisierung und im Lernen von links unten, nämlich gar mit diesen Typologien. Wir brauchen aber die, und die Schizophrenie ist wirklich genau dort vorhanden, beide Dinge miteinander zu verbinden und da zu lernen, situativ diese Themen einzusetzen, situativ zwischen transaktionaler Führung und transformationaler Führung zu schaffen und nicht das eine oder das andere zu tun, sondern situativ zu entscheiden, wo macht welches Handeln und welcher Führungsstil auch entsprechend sind. Große Herausforderung. Und der letzte Hebel und die letzten großen Themen auch, die wir sehen, ist alles rund um das Thema Agilität oder humanzentrierte Methodiken. Und ich habe schon versucht, mit einem Bild darzustellen. Und das Bild, wenn Sie sich noch an die erste Grafik erinnern, zwischen der Linearität und dem Exponentiellen ist, wir kommen aus einer Systemlogik von komplizierten Systemen daher, dass wir sehr stark über Erfahrungswissen und über Expertenwissen agieren. Also das typische Business-Denken, ich erkenne ein Problem, ich verarbeite das und sage, okay, haben wir das schon mal gehabt, habe ich das schon mal gelernt, wir haben sofort eine Lösung. Diese Logiken der Problemlösung hat jahrelang sehr, sehr gut funktioniert. Wenn wir heute gucken, in komplexeren Situationen brauchen wir andere Problemlösungsvorgehensweisen. Und das Design Thinking als eine humanzentrierte Methode beschreibt sehr, sehr gut. Wenn man geht einige Stufen nochmal zurück, wo man eher stärker ins Verstehen geht, definiert Standpunkte, definiert ein Problem und hat vielleicht unterschiedliche Lösungswege, die vorher vielleicht gar nicht ersichtlich waren. Wenn man auf die Folie guckt, werden viele nicken und sagen, okay, ist einleuchtend. Wenn man jetzt guckt, wie sind Menschen, Führungskräfte, wie ist jeder von uns, und ich glaube, da muss jeder auch selber in den Spiegel gucken, sozialisiert von uns, und wie setzt man im eigenen Alltag genau solche Dinge um, dann ist es oft eine 180-Grad-Umkehr von dem, was wir gewohnt sind, welche Kulturen wir haben, welche DNA in Unternehmen herrscht. Und das sieht auf einer Folie sehr, sehr einfach aus, ist aber wirklich nicht einfach umzusetzen, ist aber, glaube ich, ein Weg, den wir lernen müssen, sowohl das eine als auch das andere zu machen. Und wenn wir auf das Thema Agilität gucken, ein sehr, 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 sehr breites Thema, was ich hier nur einbringen möchte, ist eine Hilfestellung Agilität, damit erschlägt man nicht alles. Gucken wir auch systemtechnisch wieder aus einer Ambidextrie-Brille drauf, dann glaube ich, brauchen Sie sich in der Unternehmung weniger darum kümmern, wo Sie einfache Systemlogiken oder komplizierte Systemlogiken haben, wo Sie stabile Abläufe haben, wo Sie eher in der Umsetzerrolle sind. Da würde ich sagen, tasten Sie es nicht an. Ja, das wäre vielleicht eher sogar hinderlich. Immer dann, wo Sie komplexere Situationen haben, brauchen Sie andere Problemlösungslogiken, und dort helfen agile Methoden sehr, sehr gut. Das vielleicht einfach als ein Bild, ohne jetzt genau auf Methoden einzugehen, aber um ein bisschen den Kontext zu geben. Ja, und zu guter Letzt, ich glaube, egal was wir tun, wenn wir mal durch 5 Hebel gehen, und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Themen, aber egal welche Themen wir anfassen, wir werden, und das merken wir an uns selber, das merken wir bei unseren Kunden, Komfortzonen verlassen müssen. Sie entscheiden, where the magic happens, ob sie einen Schritt rausgehen müssen, 2 oder 3, aber wir werden uns verändern müssen. Und damit möchte ich den kurzen Input abschließen. Ich sage erstmal vielen Dank und freue mich auf die weitere Diskussion und übergebe das Wort wieder an dich, Frank.